Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Mirror's Edge-Freunde. Wir sind wieder im Spiel. Die nächste Mission, die wir gemeinsam angehen werden, ist Treff dich in der Nähe von Elysium mit Icarus, denn wir haben einen neuen Runners-Job mit ihm kassiert. So, da haben wir es. Noah hat sich damit beauftragt, bei Elysium Labs einzubrechen und für ein Konkurrenzunternehmen Daten über ein neues Enzym zu stehlen. Icarus wird außerhalb des Gebäudes die Augen offen halten, um sicherzustellen, dass alles wie geplant verläuft. Du hast eine Shotgun bei dir. What? Really? Ein einmalig verwendbares Hacking-Tool, das lediglich an der richtigen Konsole angebracht werden muss. Den Rest erledigt dann die integrierte Software. Fuck, ich dachte, wir hätten echt eine Shotgun. Dies ist deine erste richtige Mission, für die du außerdem gut bezahlt werden dürftest. Sie ist ein kleiner Schritt auf dem Weg, deine Schulden bei Dogen zu begleichen. Na, wenn das so ist, dann setze ich mal meinen Wegpunkt dafür. Schließen, zoomen, fliegen. Das ist alles ja noch relativ in der Nähe, ne? Was konnte man noch? Hier konnte man auch so zoomen. Was sind denn zum Beispiel diese blauen Koffer? Das sind tote Briefkästen, oder? Das ist die Birdsman-Route. Ach, das ist eine Liefermission. Okay. Also blaue Taschen sind Liefermissionen und das? High Roller Avenue. Hackbares Werbedisplay. Achso, das kann man, die Werbedisplays kann man, glaube ich, hacken, um den Leuten Zuversicht zu geben. Also so, dass wenn die euch sehen, denken die, alles wird gut. Wenn die mich laufen sehen, denken die, oh scheiße, das gibt diesmal gar nichts. So. Runnerin, ich habe einen Job für dich. Lass mich in Ruhe, ich will keinen Job für dich. Für mich. So, wenn ihr euch wundern solltet, wie ich da hingekommen bin, dann sei euch gesagt, ich hatte das Let's Play schon gestartet, so 2-3 Minuten halt zu dieser Base gespielt, gelaufen und dann, ich hatte irgendwie keinen Ton beim Labern. Ich bin schon so gut wie da. Ey, jetzt hab ich... Halte direkt vor der Lange L2, um dich abzuholen. Halten. L2. Ah, okay. Ich hab, glaube ich, immer L1 gehalten. Das muss ich gleich mal probieren. L2 drücken. Das ist quasi das Rutsch-Feature. Oh, ich habe eine Rolle gemacht, oder? Um es nochmal zu wiederholen, Faith. Du musst in die Agrarabteilung von Elysium. Dort setzt du an einem Terminal die Shotgun ein und siehst anschließend zu, dass du da rauskommst. Okay, wir setzen die Shotgun ein. Da ist er. Ich bin hier. Alles cool. Gehen ist nicht so ihr Ding. Das ist, sie gehen zu lassen, ist schwieriger als alles andere. So, das habe ich euch ja schon vorgelesen, oder? Dann würde ich sagen, annehmen. Wieder im Spiel. Na, das kann ich jetzt auch, Angeber. Wieso? Ich habe ein offenes Fenster gefunden. Da kommst du rein. Das kommt mir komisch vor. Ist Ihre Security echt so nachlässig? Wer weiß. Willst du abbrechen? Mir wäre sowieso wohler, wenn ich selbst reinginge. Was soll das denn bedeuten? Dass du einen Ruf hast. Aber nur zu. Das sehen wir ja gleich. Hol uns das Geld. Also die Texturen von dem Charakter uns gegenüber, das ist irgendwie nur eine Matsche, oder? Entschuldigung jetzt, ich will nicht immer über Spiele meckern, aber... Ich habe von dem offenen Fenster gehört. Vielleicht hat es nur der Putzdruck vergessen. Aber das glaube ich nicht. Sei vorsichtig. Das ist nicht gerade ihre Spezialität, oder? Vorsichtig zu sein. Mach du einfach deinen Job und lass Faith ihren erledigen. Bin schon dabei. Ich hab dir ein Seil zu dem Fenster gespannt, Faith. Damit kommst du rüber. Bin schon da, sagte der Igel zum Hasen. Ich bin drin. Gut, kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Vielleicht sollte man auch mal ein Stück schleichen oder so in diesem Spiel. Aber das ist, glaube ich, nicht so gedacht, ne? Ach, hab ich gehalten. Zu spät, oder was? Achtung, da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne... Wow! Ich glaube, ich habe das Gefühl, als wäre die Mission gerade beendet worden. Erkunde und finde neue Wege.
Ich lenke jetzt ab, Moment. Die Runner-Vision zeigt dir zwar die Route, aber manchmal hast du auch mit der angezeichneten Route keine Ahnung, was du machen sollst. Okay, ich mache einen Ballrun. Achtung, jetzt mache ich eine Rolle. Ah, habt ihr gesehen, war eine Rolle. Achtung, da unten geht irgendetwas. So, wo geht's jetzt? Okay, da drüben. Die Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcern. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Okay, Runner Vision ist offline. Befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Okay, wo muss ich hin? Finde einen Aufzug. Au. Da oben muss ich rauf. Wahrscheinlich hier an diesen Dingern entlang, oder? Kann ich das? Kann sie sich da dranhängen? So ein bisschen so Assassin's Creed mäßig? Warum kann sie das nicht? Okay, ich muss da hinauf. Ich hätte jetzt gesagt so... an diesen Dingern hochhampeln. Gibt so oder so keinen anderen Weg. Also müssen wir es nochmal probieren, oder? Das war wohl nix. Das auch nicht. Das sieht eigentlich einleuchtend aus, ne? Weil sie hier drauf stehen kann, ne? Ah ne, Moment, da geht's gar nicht hoch. Hier drauf geht's, so. Finde ich eigentlich ein bisschen besser mit diesem Suchspiel, dass man sich den Weg sucht, als die ganze Zeit mit der roten Linie. Oder finde ich das nur... What? Was? Was wird jetzt hier angezeigt, bitteschön? Da hoch? Wie soll ich denn bitte da hinkommen? Ja, ich kann leider nicht fliegen. Oder wirklich hier drauf und dann daran springen, oder was? Hier macht mal der Untertitel Sinn, oder? Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte raufklettern. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Okay. Dann let's go. Oh. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, wirklich kein Spiel, was man abwechselnd mit dem Hexer spielen sollte. Das ist dann irgendwie... Oh, guck mal, da der Hinweis, du kannst dein Controller-Layout ändern. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles richtig gemacht. Einfach darüber und einfach springen. Dachte ich. Das schien irgendwie richtig zu sein. Ja, warum hat sie das denn vorher nicht gemacht? Ich habe die Anfrage vor 3 Tagen geschickt, Mr. Kruger. Die Sache wird geregelt. Sonst noch was? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin in unserem Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Kingdom erwähnt wird. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Was in Kindern vor sich geht, ist nicht Ihre Angelegenheit, Mr. Herr. Mr. Kruger, mir wurde volle Kontrolle zugesichert. Und so wie ich es sehe, wenn Sie dort die Forschung in der Stufe arbeiten, mögen Sie Ihren Job? Falls ja, rate ich Ihnen dringend, die Sache nicht weiter zu tun. Ich verstehe. Nun, da freue ich mich, Ihnen berichten zu können, dass wir den Briefing von der Arbeit bekommen haben. Der Einführung steht uns nicht mehr im Weg. Okay. Halten Sie sich in der Hand, dann werden Sie es mit Ihnen weitbringen.
Vorstand verfolgt unsere Fortschritte mit großem Interesse. Ich wusste nicht, ob hier der Untertitel beispielsweise abbricht, wenn wir uns von denen wegbewegen. Und ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Wie bitte? Wir sollten den Mann abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Okay, wo läuft sie her? Da hinten? Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Faith, dein nächstes Ziel sind die Büros. Ey, hier in der Firma bei denen, da müssen die ganz schön oft tote Runner vom Boden kratzen, muss ich euch sagen. Ich glaube, da gibt es eine eigene Putzkolonne, die nur so Idioten wie mich vom Boden kratzen werden. Ah, ist das schön. Ich äußere mich jetzt mal so ein ganz klein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht, dass es das Spiel zu einem Top-Spiel schafft. Dokument nehmen. Okay, und jetzt? Okay, unten baut sich ja mein Panzer auf. Ich weiß nicht, was Gabriel Kruger mit der Mortell-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ja, für manche. Wie so ein Kätzchen, ne? Guck mal. So, jetzt. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Faith hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele? Er macht doch gar nichts, der Arsch. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf. Gut, ich klinge dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. Okay, finde Arbeitsraum 4H. Okay, da oben rauf. Okay, nein. Aber ich wette, es geht damit, dass wir auf die Lampe springen, oder? Was meint ihr? Oh! Ich hab gedacht, da wäre ein Boden. Da glänzt doch alles gleichmäßig. Ja. Der wievielte Part ist das, meine Freunde? Der vierte oder der fünfte? Da muss ich jetzt echt... Das wäre so ein Titel, wo ich jetzt von alleine eigentlich sagen würde, okay, das, da reicht auch echt ein Angespielt zu. Okay, das geht ja auf jeden Fall nur darüber, oder? So. Bin ich schon mal hier? Ich glaube, ich bin immer ein bisschen zu wild in meiner Klickerei. Dass ich immer zu viel auf einmal will. Okay, das klappt nicht. So, da drauf. Hier rauf. Vielleicht hier noch irgendwas? Ich halte das. Das ist auch egal. Eigentlich hier hoch, oder? Okay. Sieht mir nicht so aus, als wenn ich da durch könnte. Das ist doch jetzt hier verglast, oder sehe ich das falsch? Oder geht's da vielleicht dahinter entlang? Könnte ja sein. Arbeitsraum 4H, Faith. Er sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Ja, jetzt hetz mich noch hier, ey, Alter. Okay, wir sind da. Ich bin am Terminal und setze die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Sam Fisher ist da! Dass du da rauskommst, Faith. Sorry,
aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Kannst du nicht das machen? Hab ich aber nicht. Faith, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Vielleicht ist das ja einer von den Guten. Ja. Ah. Wirklich? Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was die hier machen. Faith, wie ist die Malle bei dir? Ich verliere den Kontakt. Wenn du gerade nicht reden kannst, versuch mal zu klicken. Ich bin nach einem Ausgang für dich. Sieht mehr wie eine Falle aus irgendwie. Sie haben sie echt ganz gut gemacht als Charakter, ne? Aber der Rest... Resultaten der anderen Einrichtung. Freut mich, dass du hören musst, Herr Pfluger. Wir waren... Was zum... Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben einen Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Überschätzen Sie ihn, verdammt. Hier ist mein Tag. 47091. Nimm es schnell! Halt! Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Schnapp sie! Ausgang. Versuch einfach irgendwie rauszukommen. Den Rest übernehmen wir. Wow, Enforcer. Nutze Übergänge, um dein Fokusschild aufzubauen. Oh fuck, ey. Ein Fokusschild erlaubt es dir, Kugeln auszuweichen. Oh fuck. Ein Eindringling. Was sagt das Protokoll dazu? Hey, hier ist ein Schild, verboten. Versuch einfach da irgendwie rauszukommen. Wenn du kämpfen musst, kämpf. Aber mach, dass du da rauskommst. Tu, was du kannst, um mir zu helfen. Bin schon dabei. Fuck, wo geht's denn hier weiter? Schon dabei zu verschwinden. Wow. Wäre ich nicht da gewesen? Gut, ihr kommt jetzt beide hierher zurück und bleibt außer Sichtweite der Vetoes. Ich locke sie weg. Wir sehen uns dann im Versteck, Faith. Die ganze Stadt ist in Alarmbereitschaft. Im Grid ist die Hölle los. Was auch immer du gemacht hast, Faith. Du hast mitten in ein Wespennest gestochen. Tut mir leid, wollte ich nicht. Das schon seit Jahren. Wir machen keine Runs gegen Krugers Hack. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich habe den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Der Position. Rolle gemacht! Yeah! Ich freue mich jetzt immer voll, wenn ich so eine Rolle mache. Icarus, wie sieht's aus? Ich bin die meisten Verfolger losgeworden. Jetzt muss ich nur noch den Rest abschütteln. Wir sehen uns bald.
das denn? Dokument. So, gleich sind wir da schon wieder zu Hause. Alles gut. Was machen die Jungs für eine Panik? Alles ganz easy. Das Spiel ruckelt ein ganz klein bisschen. So, meine Freunde, wieder im Spiel abgeschlossen. Es gab 750 Erfahrungspunkte dafür. Das Spiel ruckelt wirklich. Ich habe einen Job für dich. Okay, und wir hatten einen Upgrade-Punkt, um einen neuen. Ja, um ein neues Upgrade zu kaufen. Ich bin ein bisschen außer Puste, ein bisschen abgehetzt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Obwohl ich finde, das Spiel könnte so ein bisschen mehr irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt's noch. Warten wir gemeinsam drauf. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock drauf habt, Daumen hoch. Kennt ihr ja.